Bob, Sie gehen da nicht mit Frau Sigismund. Nein, wir kämpfen seit 2 Jahren im Deutschen Bundestag als FDP-Fraktion darauf, eben diese Staaten, die Maghreb-Staaten, zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, auch Georgien übrigens. Und Sie haben ja vollkommen recht. Und wer die Realität leugnet, der treibt weiter Leute auch in die Hände der Populisten. Wir müssen einfach anerkennen, dass das nicht verstanden wird, was wir hier exekutieren. Und da müssen wir nicht mit Einzelbeispielen kommen. Denn die Einzelbeispiele können wir nach wie vor lösen durch das bestehende Asylrecht. Wenn jemand persönlich verfolgt ist, aus welchen Gründen auch immer, werden ihm wir ihm Asyl bieten. Aber generell diesen Status aufrechtzuerhalten, führt eben in die Irre. Und deshalb habe ich mit dem Kopf geschüttelt und ich habe es eben gesagt. Wir brauchen Klarheit, klare Rechtsstaatlichkeit in den Fragen der Migration, weil das verlangen die Bürger, dass ihr Rechtsstaatgefühl hier nicht gestört ist. Klare Rechtsstaatlichkeit gibt es aber. Also, das ist das Problem, dass der Rechtsstaat nicht exekutiert wird, Herr Kemmerich. Also, ja, wir haben eine klare Gesetzeslage und gegen Recht und Gesetz werden Millionen Sie zeichnen Zerrbild dieses Landes. Das will ich auch nicht durchgehen lassen. Nein, Sie zeichnen Zerrbild des Landes, in dem Sie von Millionen reden, die lange nicht gekommen sind. 18 des Asylgesetzes. Sie zeichnen ein falsches Bild von Thüringen. Wenn Sie beide gegeneinander reden, versteht keiner etwas. Das funktioniert doch so auch nicht. Die Menschen, die hier gekommen sind in den letzten Jahren, dürften eigentlich nach der herrschenden Gesetzeslage nicht. Gefangen. Ich glaube, da muss man eben auch gewähren, dass er dann in der Tat auch seinen Punkt zu Ende bringen darf. Höcke, Sie zeichnen in mehreren Punkten ein Zerrbild dieses Landes. Es gibt sicherlich Situationen, wo wir dafür Sorge tragen müssen, dass der soziale Aufstieg weiter funktioniert. Aber Sie stellen Thüringen und ganz Ostdeutschland übrigens immer so dar, als ob es hier nur abgehängte Menschen gibt. Wir haben die Beispiele in Jena, wir haben in Thüringen so tolle Ecken, wir haben so viele starke Mittelständler. Lassen uns die als Vorbild nehmen und den Menschen einen Weg dorthin zeigen, wie sie dorthin kommen und ich glaube, das, was die Leute von uns als Politikern aktiv im positiven, optimistischen Sinne erwarten. Sie kennen doch die aktuelle Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaft, oder nicht? Es gibt 3 abgehängte Regionen in Thüringen, nämlich Nordthüringen, Südthüringen und Ostthüringen. Die Gefahr laufen in eine demografische, und wirtschaftliche Südthüringen abwärts, das abgehängt zu bezeichnen. Nicht ich, sondern die Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaft. Ist falsch. Das ist Fakt und das ist eine Gefahr weiterhin für die östlichen Länder. Lassen Sie uns auch nach der Sendung mal einen Faktencheck machen. Ja.